Gut, dann warten wir jetzt ja nur noch auf Nösi, ne? Vielleicht auch. Glaube ich. Aber das Camouflage, ne, bei der 2, das haben sie irgendwie ein bisschen geschmeidiger gemacht. Weil guck mal hier, bei der Cutlass sieht das irgendwie so gepixelt aus, ne? Das ist Digital Camo. Ja, das ist... Also bei der Hercules finde ich das noch mal geiler noch. Ja, das ist Flecktarn, ne, bei der Hercules. Ja, das sieht schon... Aber trotzdem, ich mag die trotzdem richtig gerne, wie sie aussieht. Ja. Zum Glück, ey, wie lange gibt es die Cutlass schon und wie lange wartet man auf einen scheiß Skin, ey, echt. So, Holger ist da, Nösi kommt. Alter, wer muss denn hier kompensieren mit der Waffe vorne dran? Aber ist echt gigantisch, die Knarre, ne? Ey, da können sich zwei Leute auf den Boden legen und die ist immer noch länger. Und das ist nur Size 5, ne? Überleg mal, so eine Size 6 Waffe, die ist brutal. Ich weiß, die haben wir auf der Messe gesehen. Ja. Ja, man unterschätzt das vom Größenverhältnis, ne? Ja, irgendwie schon. Halt nur, wie du daneben stehst, ne? Ja, dann genau. Das ist brutal. Das ist ja genauso, wie ich ja auch meinte, wo wir auf der Messe waren mit der Hornet, mit den Triebwerken hinten. Wie gigantisch das eigentlich ist, ne? Ja, und dann hoffe ich, dass am 2. Januar, am 2.6. ist alles vorbei, ne? Ja. Ja. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr hier, diese Free-Flight-Kacke, ey. Die machen die ganze Performance. Ja, weil die echt hier alles kaputt machen, weißt du? Dann haben wir endlich mal wieder ein angenehmes Spiel. Aber dabei, ich muss sagen, jetzt wo wir ganz weit weg von der Flotte sind und von Microtech, hier ist die Performance auch richtig gut. Ja. Was für ein Visier hast du drauf, Holger? Deiner Knarre? Holger? Dreier habe ich drauf. Okay, geht das noch. Wenn mit den großen Visieren mal 6, mal 8, siehst du in den Tunneln nichts mehr. In den Bergen mal nicht. Also bis zum 4er mache ich mit. Aber das passt nicht immer. Nee, ich habe ja für mein Scharfschützengewehr immer mal 8 genommen. Aber das ist gerade so verbuggt mit der Grafik. So, ich wollte jetzt mal gucken. F1. Also Nösi muss ja auch gleich hier sein. Oh, das dauert aber, ne? Hier in der Atmosphäre zu fliegen. Wir sind auf dem Mond. Je höher du fliegst, umso schneller bist du. Obwohl, mit dem Auto wäre das geil, 450. Meter pro Sekunde, nicht km/h, ne? Nee. Um die 1500, 1600 km/h, schätze ich mal. 450 Meter in der Sekunde. Stimmt. Der hat ein bisschen was tun fürs Geld, ne? Kommt was, ne? Weder Wind oder ja, nee, sie kommt ja auch gleich. Der müsste eigentlich gleich irgendwo da vorne aufploppen.
Mit was für ein Schiff bist du jetzt on Tour, Nösi? Loner. Titan. Oh, okay. Der kommt da hinten im Tiefflug. Jo. Der fliegt ganz tief. Ja, ja, ich weiß, deswegen brauche ich auch so lange. Der Pisser ist wieder viel zu schnell, der knallt bestimmt hier im Berg. 3, 2, 1, zu weit. Hätte schon bremsen müssen. Ja. Überflug. Zu weit. Hast gesehen, die 4 Strahler? So, Vorsicht, er landet. Ich glaube, der stellt so aus, ne? Ja. Aber nicht, wenn ich dir die Reifen hier platt schieße. So, dann nehmen wir ich doch mal jetzt den Missile Launcher. Vorsicht, Holger, du stehst da ein bisschen sehr gefährlich. Nee, alles gut, Jan. Oh, Nösi, hast du dir einen Skin gekauft? Och, den habe ich aber schon lange. Ey, dann können wir jetzt wirklich den Auftrag beginnen? Ich glaube das nicht. Stellt euch vor, ich bin da. Mega. Könnt ihr euch vorstellen? Ja. Also ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selber sehen würde. Hallo. Nösi, setz mal deinen Spawnpunkt nochmal in der Red, ne? Hab ich schon gehabt vorhin. Ja? Aber ich mach das nochmal schnell. Du bist zwischendurch gelandet in. Stimmt. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Solange du die Red nicht gewechselt hast. Da haben wir doch. Sehen wir aber nicht weiter. Habt ihr hier auch immer diese runden Grafikbugs hier? Ah, oh, siehst du, jetzt ist das rot, jetzt wäre noch gegangen. Übrigens, ja. Falls ich noch nicht wusste, diese Pflanzen, die man hier sammeln kann, 1000 Alpha UEC. Ja, die sind richtig wertvoll. Weiß ich. Dabei, ich habe mir überlegt, ne, theoretisch gesehen sind sie ja schon wertvoller als Halanit. Ja, klar. Ich habe neulich eine halbe Stunde lang nur solche Pflanzen gesammelt in meinem scheiß Rucksack und habe irgendwie 60.000 oder so gemacht. Ja, weiß ich. Aber das ist ja schon seit dem letzten Patch, glaube ich, dass sie so. Ja. Dass sie so wertvoll sind und dass es sich jetzt lohnt, die Dinger mitzunehmen. Welche Pflanzen? Die überall auf dem Boden liegen. Du hast jetzt Pflanzen auf dem Boden und da kriegst du pro Pflanze 1000 Alpha UEC. Will ich ein Toter? Ja, ich weiß. Also mindestens 3 müssen hier sowieso schon liegen. Aber die Aufträge mag ich zum Beispiel richtig gerne hier, wo man in eine Höhle rein muss und so. Ja. Die Höhlen, wo man reinfahren kann, die sind eigentlich auch ganz geil. Ah, ey. Also nicht die, wo man erst im Raumschiff senkrecht reinfliegt, sondern die, die so horizontal in den Berg gemacht haben. Die sind mega geil, die Höhlen. Aber auch da. Aber du kannst halt nicht weit reinfahren. Aber auch da, wo du reinfliegst, die Höhlen sind so groß. Also ich bin ja mal reingeflogen und in eine Höhle reingelaufen. Alter, das ist nicht ohne. Ja. Also die Höhlen haben sich schon echt gigantisch gemacht. Vorsicht, einer steht da noch. Nein, Muni alle. Wer schießt denn hier so blind einfach drauf los? Hey, yo. Ist er tot? Ja. Ich will nochmal nachsuchen. So. Spritzt ganz schön das her, ne? So, die letzten 6, ich glaube, die sind wieder ganz am Ende irgendwo. Aber den Grafikbug, der ist jetzt weg, ne? Ja. Also ich habe den auch nicht mehr.
Noch egal, dann lauf auch. Was? Ich guck auch. Ja, weil du hältst mich hier auf beim Laufen. Oh Gott. Ja, ich kenne auch den Weg. Wir können jetzt erstmal eine ganze Weile runterlaufen, bevor der nächste kommt. Ich kenne den Weg nicht. Ach so. Hältst mich auf. Siehst du, jetzt bin ich unkonzentriert in irgendein Loch gelaufen. Ja gut, aber ich finde, man sieht da schon, wo man längst muss. Wir haben eine Laterne in der Nacht, ne? Jetzt muss ich mal einmal selber ganz kurz gucken. Das war die verkehrte Seite, glaube ich, wo ich jetzt runtergehüpft bin. Okay, ich habe hier die letzten Gegner, glaube ich. Okay, zwei noch. Vergiss mich, jetzt packt er das wieder nicht hier hoch zu klettern, ne? Nö. Nee. Meine Pistole raus. Ich hab den letzten. Top. Ich hab noch. Ja. Ey, dass er das immer nicht packt, sich da festzuhalten. Ehrlich, schnall das nicht. Die Waffe weglegen. Ja, das mache ich auch gleich einen schnellen Weg, aber. Habe ich hier nicht schon mal gestanden und ich wieder rausgekommen. Nee, doch, das geht, aber das dauert. Und das finde ich halt ein bisschen doof, dass sie auch die Punkte hier so ungünstig gesetzt haben. Schneller Weg. Hat geschafft, oder? Nee, bei mir bleibt er mal hängen. Seid ihr denn alle jetzt? Ich bin gleich wieder in der Cutlass-Wert. Ich versuche mal den Weg zurückzulaufen. Ach, normalerweise geht das auch. Aber das war mir jetzt gerade zu blöd, da wieder hochzuklettern. Aha, Nösi, hast du auch einen schnellen Weg genommen? Was? Nein. Ach, bist du gar nicht erst mit in die Höhle gegangen? Doch, er war in der Höhle. Aber dann hat er uns verloren. Doch, ich war da unten bei euch. Habt ihr mich nicht gesehen? Nee. Du wolltest doch bestimmt wieder nur Kohle verdienen, mein Freund. Alter. Die Höhle hier ist ziemlich geil, muss ich sagen. Hä? Was macht ihr denn schon wieder? Was war das denn? Nö, sie ist gerade voll weggebackt. Wo bist du? Im Bett. Im Bett. Also bist du gestorben gerade, ja? Wie kommt das denn? Ja, für mich bist du auch durch den Boden geglitscht irgendwie. Hast du mich umgebracht? Nein. Warum sollte ich das denn machen? Eben. Also hat bestimmt Spaß gemacht, aber nee. Ja, das hab ich mir doch gedacht. So, dann warten wir jetzt eigentlich nur noch auf Stefan, ne? Ja, bin ich der Einzige, der mich jetzt hier nicht umgebracht hat? Ja. Ich bin gleich da, glaube ich. 100 Meter noch. Ja, das geht ja schnell. Du könntest mich aber mal aus der Gruppe schmeißen und neu einladen, weil ich sehe eure Namensbeacons nicht. Warte, mach ich sofort. 122 Meter hast du noch. Ich kann ja noch hier pullen. Ja, Tageslicht, yay. So, Einladung ist raus. Hi. Ja, geht trotzdem nicht. Egal. Ja, so eine Kacke, ne?
Und du siehst von niemandem die Namensbieten? Nee, von niemandem. Also ich muss sagen, ich habe Glück, ich sehe wirklich alle drei jetzt. Ich auch. Boah, Nösi. Was ist das? Eine Granate? Soll ich sie in der Hand kaputt schießen? Warte mal, Nösi, wollen wir das mal gucken? Muss nur stehen bleiben. Die andere ist gar nicht explodiert. Ist sie weggepackt oder was? Bleib mal so stehen, Nösi. Ich schieße einmal auf die Granate. Mich interessiert mal, ob die hochgeht. Standbild. Genau, ich auch. Hör ich nicht. Nee? Nö. Oh. Was war das? Nösi, was passiert? Wusste ich nicht. Als die da der Hand explodiert oder was? Also ich habe gezielt auf die Granate geschossen. Aber also wenn es eine Explosion gab, habe ich die nicht wahrgenommen. Nee, ich habe nur Nösi hat Backflip gemacht. Ja. Aber kein Crime gekriegt, das ist ja schon mal was. Dabei ja auf den Teamkamerad geschossen worden ist, ne? Stefan, magst du mal gucken, vielleicht haben wir noch so einen Auftrag? Ja, Sekunde. Ich muss echt nochmal Bounties machen. Keinen. Aber vielleicht hat ja Holger oder Nösi. Ich hab Barrett, MT. Oder Messenery, ne? Gruppenauftrag habe ich, 39.000. Nein, das muss ein Auftrag sein, der ist bei Bounties drin, Nösi. Ja. Für 30.000. Achso, ja, natürlich. Mann. Ja, weil den kriegst du halt nur unter den Bounties, ne? Deswegen habe ich den immer nicht. Aber für 30.000? Guck mal, Geld. Was ist das denn hier? Tracker Training? Ja, Tracker Training, da bist du noch nicht so weit. Kaufen. Erstmal Training kriegen. Mhm. Ja, genau. Also ich habe Gruppenauftrag. Gruppenauftrag? Ja, drei Leute killen 39.375. Ist das auch ein Bounty? Das ist ein Bounty. Ja, dann nimm den an, dann ist das doch so einer. Aber das ist im All, musst du die. Das ist im All, ja. Okay. Aber ist das so viel anders oder was? Ach so, das heißt, du musst andere Schiffe platt machen, ne? Ja. Du fliegst da los, machst Peng, Peng, Peng und dann ist der ratzfatz erledigt. 10 Minuten, nicht wahr? Aber nicht mit dem Schiff hier. Aber ich muss unbedingt wieder neue Muni kaufen, sehe ich gerade. Ich habe keine mehr. Über. Nee. Die Sonne geht unter. Waffe weg. Gleich kommt der Sturm. Ja klar, wenn die Sonne weg wird, wird es kalt und Sturm kommt dann. Haben sie schon echt schön gemacht mit den mit der Umgebung, ne? Nee, die eilt sich wieder um Boden. Ich wollte mich anschleichen, sieht man das? Ich mach mal kurz meine nächste Lizenz, vielleicht kommt dann das Ziel eliminieren. Es gibt ja verschiedene. Okay. Oh, jetzt kommt wirklich Sturm auf, ne? Es gibt ja verschiedene Höhlenmissionen. Einmal, wo du alle killen musst und einmal, wo du nur einen killen genau, musst. Genau, ne? Genau, genau. Vielleicht kommt die danach. Ich aber es ist ja trotzdem doof, du musst ja trotzdem alle töten. Ja, eben. Ja, du kannst dich auch. Ach, guck mal hier. Durchschleichen. Hülle vom Schiff. Schutzhülle. So, ich komme dann gleich wieder. Ist nicht weit weg, 92.000 nur. Mhm. Wer macht das Tor zu? Ach nö, sie fliegt bestimmt wieder mit seinem Schiff, ne? Wollte ich eigentlich. Du? Machst du einen Rabatz hier? Hat einer zufällig von euch die Display-Info an? Ja. Weil ich krieg gerade die Tür nicht mehr bewegt. Ist kein. Nee.
Ein okay. 30k. Aber der kann ja auch von dir auskommen, nicht vom Server, ne? Also, vielleicht ist ja auch deine Internetverbindung. Na, das glaube ich jetzt mal nicht. Könnte aber sein, also 30k ist ja entweder vom Server oder von dir. Ja, ne? Aber bei mir läuft das ja eigentlich stabil, was Internet betrifft. Melle, wie ist der aus? Was? Okay, siehst du die Airlocks, ne? Die kann ich noch bewegen, aber hinten dein Tor nicht. Ne, kein Beacon mehr, also deine hintere Rampe bekomme ich nicht auf. Wolltest du aussteigen oder was? Nö. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Einfach nur erstmal die Atmosphäre. Ja, Stefan muss jetzt einen Auftrag machen und dann mit Glück kriegen wir gleich nochmal so eine Höhlenmission. Ja. Da müssen wir uns mal überraschen lassen. Wenn nicht, lockt man uns im Bett aus und auf dem nächsten Server wieder ein. Ja gut, oder man fliegt kurz nach Hörsten, ne? Da haben wir die Aufträge ja auch. Ja. Oder PO. Holger, wolltest du noch springen oder eher weniger? Nicht, bin nur in die Luft geflogen. Wenn du nicht springst, kann ich mich auch hinsetzen, weißt du? Ja. Unter dir. So. Ich fliege einfach nur so einfach. Ja, mach ganz in Ruhe. Wir haben ja keinen Stress, wir müssen jetzt sowieso noch ein bisschen warten. Jetzt 1000 Fuß, da kann ich jetzt auf 0 gehen. Ich könnte im Zweifelsfall überall hinspringen. Ja. Außerhalb der Atmosphäre sind wir schon? Ja, 14.000, 23.000 mittlerweile. Ja, dann Fahrwerk rein und warten, ne? Jupp. Hattest du dir jetzt eine Blue geholt? Ja, hab ich. Aber ich bin am überlegen, ob ich die Blue zur Corsair upgrade, aber das lohnt sich jetzt noch nicht, weil die Loaner-Schiffe für die Corsair gefallen mir nicht. Also beziehungsweise, okay. Kennt man ja, ne? Andromeda und sowas. Ich finde die Andromeda, ich finde die Andromeda nicht verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Nee. Aber ich habe gerade keine Lust. Weil ich das nämlich mega geil finde, wie viel Bewaffnung du als Pilot hast, ne? Ja. Und noch die, was sind das, 52 oder 56 Raketen. Also ich finde das echt nicht ohne. Aber die ist mir zu träge ein bisschen. So, ich habe den Auftrag gemacht, aber habe nichts bekommen. Na komm, dann fliegen wir nach Hörsten, oder? Wollen wir hier jetzt lange rummachen? Nösi, kommst du bis Hörsten hin oder willst du lieber bei einem von uns mitfliegen? Erde an Nösi. Nösi hat wieder abgeschaltet oder was? Ja, was gibt's? Nösi on. Ja, Nösi, schaffst du das mit deiner Titan bis nach Hörsten zu springen oder schaffst du auch das nicht? Ich guck mal. Ah, weil er schon wieder am Essen ist. Clever, dass er ausgeschaltet hat. Ja, Holger, sonst spring einfach hin. Achso, warte mal, da muss ich ja wieder aufstehen hier, sonst wird das nichts. Schon weiter fliegen. Hörsten, Hörsten. Ich bin immer da, mein Wegepunkt nicht. Nee. Das ist gut, der sich da wieder vorgedrängelt hat. Ja, der fackelt nicht lange, ne? Ja, ja. Der will los. So, ja, der kommt ja aus einer Position. Ne? Ah, schaff ich nicht. Schaff ich nie. Nee, du kommst nicht mit deiner Titan bis nach Hörsten jetzt? Nein, ich bin doch eben. Ja, der fliegt doch 400 Meter zu uns und dann. Steigst du bei uns? Genau, steigst bei Holger mit ein. Gleich ab. Das schaffst du dann noch, ne? 400 Meter hierher. Ach, Holger, das glaub ich nicht. Mein Schiff hier lassen? Na. Scheiß drauf, Mensch, dann claimst du das halt. Auf Hörsten kannst du das doch ohne Mäulung. Das sind 400 Kilometer. Ja. 405. 404, 403. Aber denk dran, vorher bremsen, ne? Du wachst ja auch
Auf PO, ne? Ja. Also wenn wir drauf gehen, dann ja, ja. Aber mal nicht hoffen. Aber ich sehe auch seinen Namen. Ich kann auch eben bei PO tanken, das geht ja auch. Ja, dann sag das jetzt. Was du möchtest. Sprich mit uns, Lösi. Was möchtest du? Möchtest du tanken oder kommst du jetzt bei uns mit? Das dauert so lange, bis ich bei euch bin, ne? Holger, dann spring los. Das war ja im Endeffekt die Aussage, dass er tankt und nachkommt. Ja, ich spiele jetzt schon die ganze Zeit. Dauert ja noch länger. Was? Tank und nachkommen. Du bist im All, Alter. Wir sind im All, nicht auf der Erde. Ach, weißt du was? Wie weit bist du jetzt weg, wenn ich mich jetzt umbringe, ne? Ja, nein. 374, das reicht nicht. Nein, das ist zu weit. 10 Kilometer, weiter geht das nicht. Dann komm mir doch mal entgegen. Soll ich? Ich kann dich nicht mal anspringen. Das ist zu kurz. Oh, jetzt fliege ich aber ganz schön schnell gerade. Oh Mann. Ey, was soll man dazu noch sagen, ne? Also, ich bin bei Hörsten. Ja, war klar. Ich sehe gerade die Betten, ne? In der Cutlass Red, die sind aus 100% verwertbarem Metall gemacht. Recyceltem Metall, ja. Ja, nachhaltig. Ja, erklärt, warum die Drake-Schiffe so günstig sind, ne? Wir hätten ja auch zusammen einen Punkt anspringen können. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Hörst du? Ja, geht auch. Kommst du mir denn entgegen, oder? Noch ja. Gehst du auch nach oben, oder bist du immer noch im... Ich bin aus der Atmosphäre. Ich fliege jetzt gerade auf dich zu. 17.000 Meter Höhe habe ich. Die zeigt mir gar nichts mehr an. Ihr wisst aber aus der Atmosphäre raus, ne? Weil sonst... Ja. Achso, du willst dich ja umbringen. Ja, nee, dann ist egal. Weil sonst fällst du Genplanet. Ha! Ach, das ist der Turm oben, alles klar. Nee, der sitzt ja hier, ne? Oh, jetzt wird mir gerade ganz rot. Bleib doch anders stehen. Ja, will ich auch. Genau, und gleich bist du denn so weit, dass du dich umbringen kannst. Sollen wir auf EH unseren Spawnpunkt setzen? Ja, würde ich fast sagen. Ja, weil das Doofe ist, wenn da wirklich einer im Planeten abschmiert oder sowas, dann sind echt die Wege wieder sehr weit, ne? Ja. Also ich glaube, um das zu ersparen, würde ich da auch eher wieder einen Punkt setzen. Lösi. Jo, ich bin über dir. Bin oben. Okay, Spiegel verkehrt. Oh, nee, das ist verkehrt. Warte, ich muss jetzt mal aussteigen. Brauchst du dich nur umbringen. Ach, guck mal, habe ich TIG erwischt hier. Die haben hier nur das Cockpit gespiegelt. Bei was? Vorne beim Cockpit. Du hast auf der rechten Seite sind hier irgendwelche Systemdinger, wo wirklich steht System-Akkes. Und wenn du auf der linken Seite guckst, ist alles spiegelverkehrt. Das heißt, die haben wirklich nur gespiegelt.
Nein. Guck mal, haben die sich das echt einfach gemacht. Ne? Einfach mal das Cockpit spiegeln, zack, weniger Aufwand. Achso, ich muss mal ganz kurz gucken. Irgendwer hat mich. Du bist an Bord, ne, Dösi? Ja, Dösi. Achso, ja, ich kann ganz los, ja. Ich bin da. Ja, danke. So. Wir könnten ja auch mal auf dem Boot landen. Wir nehmen alle Panzer mit, die wir haben. Ja, aber dann müssten wir auch mit anderen Schiffen kommen, ne? Also in deiner Cutlass kriegst du hier keinen Panzer rein. Wir machen uns rot, Kreuz 4. Und dann? Dann können wir Bounty Hunter aufkriegen und dann müssen die uns hier abschießen. Wir schießen die alle mit Panzer ab. Das ist geil. Interessante Idee. Aber ist blöd, dann hängt ja irgendeiner wieder im Knast fest, ne? Naja, dazu müssen wir sterben, ne? Dafür wollen wir sorgen, dass es da nicht passiert. Wir haben alle Kreis jetzt hier. Und dann gehen wir raus, machen Feierabend, und nächsten Tag machen wir alle wieder. Ja. Im Knast auf. Ja, oder töten lassen und die Knastzeit nachts absitzen. Genau, ja, so würde ich das. Ja, du musst dich auf jeden Fall töten lassen, das ist wichtig. Oh, so, jetzt nerven die mich aber hier langsam. Erstmal, wenn die alle kommen, da kommt ja immer nur ein Flugzeug. Weißt du? Ja. Wenn da schon zwei Panzer sind, hier auf dem. Du hast auch einen, ne? Ich habe auch einen. Ja. Ich habe einen. Lüsi hat keinen, ne? Nee. Macht ja nichts, kannst du auch im Panzer sitzen. So, wir haben gerade eine Einladung gekriegt. So wie die Kraken kommen, sind wir für eine Rundführung eingeladen. Aha. Trag's mir mal für 20, 30 ein. Ja. Hm. 2000 Meter bis auf der anderen Seite, ne? Du bist auch. Bist du auf der Station oder was? Ich bin auf der Station, ja. Ich stalke gerade kurz mein Schiff ein und hole ein anderes. So, ich muss mal ganz kurz das Spektrum stumm schalten. Hier, das nervt ja. Ich bin noch eine Dingsfrau. Okay, einfach nicht mehr antworten, das geht auch. Kann ich nur kommen. Ja, nö, sie ist hier. Ich sehe Stefan gar nicht mehr. Der ist auf der anderen Seite. Ach da, alles klar. Ja. Oh, ich schau gleich mal nach Aufträgen. Aber Holger, ich gucke mir mal gerade dein Klo an. Das ist ganz schön dreckig, mein Freund, ne? Ja, da ist ja nur Nutten drauf. Ich hab da noch nie drauf gesetzt. Ja, das hat hier richtig Abnutzerscheinung. Ey, das ist brandneu, das Schiff. Das ist dem, was du in der kurzesten Zeit gecheckt hast. Das ist so eine Höhlenmission wieder, oder was? Ja, ich finde die ganz geil eigentlich. Okay. Vor allem, ich finde die Höhlen auch schön gemacht. Ich guck gleich mal, Sekunde noch. Gut, von der Kohle jetzt mit vier Mann lohnt ja jetzt nicht so wirklich, ne? Wollen wir landen oder wollen wir landen?
Nein, landen brauchst du nicht. Du musst immer nur die Landeerlaubnis holen. Landen musst du nur, wenn du keinen Sprit mehr hast, ne? Und wir nicht mehr weiterkommen. Das weiß ich. Ich hab beauftragt. Das ist jetzt zwar nur ein Einzelner. Aber ist gar nicht schlimm. Betrifft ja auch wieder die Höhle. Nee, ich finde die richtig geil, die Aufträge. Deswegen... Meine Master Tracker könnte ich jetzt auch machen. Egal, ich schau mal. Ja. Kann ich ja immer noch machen. Top. So, dann hole ich mir gerade ein Schiff und dann komme ich wieder zu euch. Oh, schon wieder 22 GB Arbeitsspeicher hier, ey. Ja, das geht. Aber solange der RAM nicht wieder bis 32 vollläuft, ist mir das egal. Null. Sechs. 13 Frames. Ja? Boah, krass. Ist die Flotte jetzt gerade auf Hörsten? Nee, ne? Keine Ahnung. Weil das würde das ja erklären, ne? Egal. Noch 3 Tage, dann haben wir die ganzen Deppen, die das Spiel gar nicht besitzen, nicht mehr auf dem Server. Das ist gut. Und die Flotte nicht mehr? Ja. Naja, vor allem das scheiß Feuerwerk auf New Babbage unten, was nur Performance frisst. Also was für ein Schwachsinn, echt. Wieso, wenn du das Spiel nicht besitzt, kannst du es auch spielen? Ja, im Moment haben wir noch das Freefly-Event, das heißt, alle Leute können so. Das Spiel spielen nur mit einem Account. Und haben aber was? Gar nicht die digitalen Download. Und das wird aber ja spätestens ab dem 3.6. blockiert. Und dadurch ist das hier, glaube ich, wieder alles ein bisschen angenehmer. Auch die ganzen Henis, die ja noch Langeweile abknallen, weil sie nicht wissen, was passiert, ne? Die sind dann endlich mal wieder weg hier. Aber ich frage mich, was man hier später mal einstellen kann. 9, System, okay. Aber geht auch nichts. Also 4, 5, 6. Also, dass sie hier selbst bei Drake die Kabel beschriftet haben, ne? Also, unglaublich. Wie bitte? Inspektor. Nein, aber das sind ja die Details, ne, die ja wirklich das Spiel hier ausmachen. Und jetzt gucke ich gerade mal hier nur auf die Kabel. Und selbst die Kabel haben eine Seriennummer. Alles ja. Ja, aber ich finde das so der Wahnsinn, ne? Dass sie echt genau auf sowas auch geachtet haben. Ein Lüfter, ja, der nicht läuft, ohne Wartungsaufkleber, alles klar. Wofür ist denn der? Tom, hast du auch einen drin? Und den Kanal, der hier rüber geht. Ach was, guck mal, wir haben hier sogar einen Lüftungskanal drin, so wie das aussieht. Und der geht nach oben. Guck mal, ob die Brandschutzklappe drin ist. Nee, ist hier nicht. Das wird ein Brandabschnitt sein. Dabei mich das eigentlich wundert, weil spätestens bei der Schleuse hätte ja wirklich eine Schottung sein müssen, damit der Brand nicht übertritt. Aber ich bin hier auch nicht auf Arbeit, also hör auf damit. Die ganze Leute ist die Brandschutz. Mein Lieber. Ja, die ganze Scheiße erwartet mich morgen wieder, ey. Wer macht das eigentlich? Achso, Wartung hat ja Dings gemacht jetzt. Alles, was Brandschutztüren betrifft, macht gerade Thomas. Ja, er hat ja einen Lehrer gemacht. Ja, der macht das auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Thomas ist nicht doof. Nö, der macht das schon. Also ich finde das ganz gut, dass Thomas da die Vertretung ist. Und ich darf morgen wieder in die Zwischendecken rumkriechen. Ach. Das ist schwierig anzufliegen, der Tochter. Ja.
auch gerade hier rummachen. Das sieht schlecht aus. Holger, springst du nochmal? Nee, ne? Mm-mm. Gut, dann setze ich mich jetzt hin und gehe in die Außenansicht. Ich fließe durch den All, ich habe jetzt 90 Meter noch. Ach, alles gut. All. Vielleicht tauche ich ein in die Atmosphäre. Du, hab mal keinen Stress. Oh, ich mag diesen Skin echt wirklich gerne, ne? Das Einzige, wo ich mir den nochmal angucken muss, ist wirklich auf der Dragonfly. Da habe ich den noch gar nicht gesehen. Du kannst dir... Was für ein Feuer um die Cutlass. Oh, zum Glück nehme ich das auf. Die brennt wirklich fast komplett jetzt. Du also, kannst dir bei diesem Event da jetzt gerade auch die pinke... wie heißt es? Dragonfly mieten. Diese mit, der, mit dieser schwulen Katze drauf. Das meinst du gerade ernst? Ja. Nee, du meinst das gerade ernst, dass ich sie mir miete? Nein, ich wollte es aber gesagt. Ich habe dir doch vorhin schon mal Meinung, ich habe dir doch vorhin schon mal Meinungsverstärker gezeigt. Nein, finde ich ganz schlimm. Auch wer auf die Idee kam, die mal so zu entwickeln, ne, vom Skin, ey, ganz eklig. Ist genauso wie mit diesen Katzenhelmen. Ja, gut. Also ich weiß nicht, wer die toll findet, also ich nicht. Ich würde damit. Es gibt schon viele Leute, die mit dem Scheiß rumrennen, ne? Ja, aber findest du die geil, mal ehrlich? Jetzt? Nein. Boah. Ja, eben. Aber was sind denn das für Menschen, die das toll finden? Das müssen doch Grüne sein. Ich weiß es nicht. Ja, gut, das ist halt genauso wie mit dieser pinken Dragonfly. Das ist halt. Ja, das ist eine Geschmackssache. Im Game, ne? Das ist so wie. Wer jetzt zum Beispiel die echte Jacke kaufen von diesem Spiel, gibt's halt Leute in diesem Spiel, die halt das im Spiel kaufen. Weil es halt da, was weiß ich, Star Kitten oder wie das heißt. Ja, aber ich muss das doch auch benutzen. In Lore läuft. Also, ich finde, die Optik spielt bei mir hiermit eine ganz große Rolle. Ja, das auf jeden Fall. Du bist auch in der Außenansicht. Kannst du das sehen? Was denn? Ja, also Zielpunkt, der ist noch 4000 Meter weg. Nein, im Moment sehe ich noch nicht ganz so viel. Ich weiß auch nicht, ob wir geradeaus müssen. Ja, weil der Weg ist nämlich weg jetzt, deswegen. Also ich guck mal, ob ich hier irgendwas erkenne. Aber das Doof ist, weil das hier auch recht neblig ist, ne? Ja, eben. Ich habe ein Schiff im Museum, weiß ich. Ja, flieg doch einfach mal dahin. Vielleicht ist es ja wie bei Stefan vorhin. Dass der direkt beim Eingang steht. Ja. Im Gebirge. Ja, ja, genau. Das ist wieder geil. Aber ich glaube, du kannst auch eine Ecke gerade ausholen. Ich glaube, hier hinter dem Berg kommt das erst. Also ich gucke schon nach unten. Ich bin ja noch im Schiff, ne? Aber ich hinten. Und hier hinter, Holger, da ist das. Sobald die Luke auf hast. Hast du gesagt? Sobald die Luke aufmachst, kommt die Kälte rein. Oh, Holger, hier kannst du landen. Wir sind da. Minus 195 Grad. Genau, echt? Genau der, cool. Der Stein hier vorne ist das. Oder ist das ein Bug? Jetzt ja, hört nicht auf. Nee, das ist ja realistisch. Wäre, ne? Ja. Dann krieg ich auch die Tür nicht mehr auf. Irgendwie. Würde mich auch mal interessieren, ob die Kabine dann unter Druck ist oder nicht. Weißt du, ob du atmen kannst bei geöffneter Tür zum All? Das war ja dann der nächste Schritt, ne? Ja, aber so weit sind die ja noch gar nicht. Dennis, da, wie die Temperatur schon durchgeht. Mach mal die Tür auf. Ich komme hier nicht mehr rein. Warte. Also bei mir geht sie durch im Moment, aber ich komme hier auch irgendwie nicht mehr nach hinten. Nach vorne mal nicht. Was ist denn das jetzt hier? 9 Minuten habe ich noch. Also ich mache jetzt hier mal die Tür auf. Das ist ein Bug. Ja, also bei mir wird hier gar nichts angezeigt. Ey, es kommt schon wieder nicht durch die Tür. Was ist denn das für ein Scheiß? Eine coole Landschaft hier mit diesen abgefahrenen Bäumen. Ja. Schwieriges Gelände. Ja. Lande mal hinter euch. Holger, ich glaube, hier waren wir gestern auch, wo wir mit der Hammerhead gelandet sind, ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist genau hier, ja.
kann ich hier runter? Ich sehe nichts. Versuch mal. Ja, hier hast du so einen blöden Baumstamm, aber ich glaube, das passt. Ja, sieht gut aus. Jetzt geht's wieder. Wie er jetzt hier rumballern muss, echt. Das ist schon geile Waffen, ne? Ja. Moment, ich muss mich kurz umziehen noch. Ja, das sind die wie auf der Sentinel auch. Wie sieht denn das aus, wenn ich davor stehe? Ist die Sentinel. Das ist die Sentinel, die hab ich gar nicht erkannt. Ja, ich hab ein anderes Skin drauf, weil das Blaue mich aufregt. Schon wieder Member left, warum? User joined your channel. Hm? Kommt meiner. Guten Abend. Oh, Ronny, Mensch. Ronny ist da. Warte, da gibt's ja gleich den nächsten Invite. Hey, Soft, ich muss jetzt mal das Spiel starten, ja? Ey, normalerweise werde ich immer direkt gemobbt, wenn der Invite nicht raus ist, wenn die Leute reinkommen. Ja, aber ja, richtig. Jetzt wirst du gemobbt, weil du weil ich zu schnell bin, ne? Der ist wie bei meiner Frau, Mensch, echt. Ja, bloß auf. Der ist nur 381 Meter. Ey, was machst du da in meiner Kanone? Ja, Vorsicht, du kennst Nösi, der friemelt immer überall rum und muss Knöpfe drücken, ne? Das würde mich nicht wundern, wenn du losfliegst und die Waffe liegt hier auf dem Boden. Aber die Aufhängung kann man auch echt nicht lösen, ne? Vor allen Dingen die Frage, was machst du an meiner Kanone, klingt irgendwie ein bisschen macho-haft und... Ja. Ein bisschen. Du, ja. Das erklärt alles, wenn du siehst, dass die beide nackt nebeneinander stehen. Ich will es gar nicht wissen. Nö, siehst du nicht mal schießen? Ja, warte mal, ich wollte mir gerade vorstellen. Nee, die haut dich weg. Heißt das jetzt? Abschießen. Oh, Stefan, guck mal, ob du ihn treffen kannst. Das wäre ja der Wahnsinn. Er ist halt nicht gegimbelt, ne? Ich kann ihn nicht nach unten schießen. Nee, Nösi kann ja springen. Genau. Oh, das wäre auch geil, wenn er richtig zerfetzt werden würde. Ich muss mich so warm halten. Warte mal, ich muss mal aus der Perspektive gehen. Ich habe noch 9 Minuten zu leben. Ja, ganz in Ruhe, ich habe noch 11. So. Ansonsten, was macht ihr denn gerade? Wir sind gerade bei dieser Höhlenmission, wo wir hier den Typen killen müssen. Da, wo wir gestern mit der Hammerhead waren. Konntet ihr wenigstens diesmal ordentlich landen? Ja, diesmal sind wir auch nicht mehr der Hammerhead hier. Getroffen. Ja. Direkt tot. Alter, so. Hast mich voll getroffen. Dann klaue ich erstmal Nösis Waffe. Und wer macht das jetzt ab? Oh! Ja. Du darfst übrigens jetzt deine Einladung rausschicken. Ja, top. Geht sofort los. Oh, oh. Ich drück mal nix, ne? Boah, das lässt aber schon ganz schön Schläge, wie man hier da Außenperspektive ist, ne? Das hört sich geil an, das Geschütz. Das sieht auch richtig schön aus, wenn ich ehrlich bin. Machen wir aber oben nochmal die Festen. Ja, aber das hat auch was, wenn vorne dieser Stoß rauskommt. Warte mal, ich kann es nochmal ein bisschen modifizieren. Seid ihr wieder im Panzer unterwegs? Oder nee, er ist hier gerade mit der Sentinel, aber... Ich bin voll weg. Und jetzt machen wir nur rot. Moment. Ja. Boah, doch, das sieht schon richtig gut aus, ey. Auch unten die Waffe, dass sie wirklich einzeln immer nach hinten rutscht, ne? Wenn sie feuert. Das haben sie oben so ein bisschen billig gemacht. Unten ist geil gemacht. Die Mechanik. Ja. Patch. Aber ich finde, die haben den Sound überarbeitet auch. Von der Waffe. Aber besser oder schlechter? Besser. So, ich muss jetzt mal langsam wieder kurz in die Web, weil jetzt ist hier... Mit dem Gehäckchen geht mir auf den Sack. Boah, ich... ...zu haben irgendwann. Ja, also wenn ihr ready seid... Oder Size 7. Wenn ihr ready seid, können wir sonst rein, ne? Ach so, ja. Ja, warte, dann komm ich nochmal raus. Ich bin rumgeballert hier. Ja, aber es sieht echt gut aus, ey. Na, jetzt bin ich auch... Genau, deswegen hat er es doch bestimmt gesagt. Kannst du noch einmal, ne? Nösi, wenn wir wieder wegfliegen, dann. Was? Nee, ich wollte mal einen Screenshot machen.
Mach mal dann. Von den Waffen. Ja, mach mal. Ja, so. Du guckst dir einfach die Aufnahme an, dann kannst du dir tausende Screenshots machen. Geht mal suchen. Ach, willst du fliegen? Hä? Ja, Männers, wenn ihr ready seid, können wir hier. Oh, ja. Bin schon lange ready. Aber diesen Grafikbug hast du auch nur, wenn du in die Höhle reingehst, ne? Ja. Ich denk mal, dass das hier so neblig ist und er schafft es nicht richtig darzustellen. Darauf würde ich jetzt fast spekulieren. Nach was suchst du, oder? Na, jetzt nach dem Gegner, den wir tot machen müssen. Ich glaube, das ist einfach nur schlecht optimiert. Jetzt geht's wieder. Genau, so wie du tiefer kommst, ne? Ja, aber ich würde fast sagen, das ist wirklich Nebel oder so. Feuchtigkeit. Hast du schon den ersten abgeknallt? Nein. Hier liegt schon ein Toter. Mehrere Feinkontakte, zwei Stück. Okay. Down. Ja. Noch ein dritter. Ich gehe rechte Seite schon mal ein bisschen gucken, falls hier einer steht. Wie viel haben wir denn hier? Ja, wir müssen eigentlich nur ein Final kriegen, aber hier stehen natürlich mehrere rum. Achso. Kriege ich hier keine Luft mehr. Ach ja, wir müssen in die Launcher, ne? Aber das Geile ist, dass er jetzt wenigstens angezeigt wird. Grob, in welche Richtung man muss. Ich kann euch noch nicht joinen. Jetzt aber. Ja, das ist wirklich so, ein, zwei Minuten warten, dann geht das, ne? Wir sind aber auch gerade auf Hörsten. Ist doch schön für euch. Na, nur für dich, dass du das weißt. Mach doch ruhig Urlaub ohne mich. Sagte? Scheiß Waffe, geh nicht. Sag mal, wer hat denn gerade auf mich geschossen? Doch, Lösi war das mit seiner Schrotflinte. Ja, die habe ich nämlich voll abgekriegt. Attacke! Was? Ja. Nö. Warum sagst du nur, na klar? Weil du hinter mir warst. Nein. Ja, ich werde mir das nachher alles nochmal angucken. Ja. Ja, manchmal ist es echt ein bisschen nervig, ja. Vorsicht, da ist einer. Drei. Aber es ist eine Alpha, ich halte mal den Mund. Mit 220 Alter, das wird wieder weg. Wäre noch schlimmer hier. Ja, das ist die gleiche Höhle wie vorhin. Ja, ja, wie eben auch, ne? Ja. Ja. Also nicht. Aber ich finde das nicht schlimm. Nicht wieder in die gleiche Stelle laufen. Ach, wir sind doch auf einem anderen Planeten, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, ja, so, ne? Viele verschiedene Höhlen gibt es ja nicht. Generische Höhlen. Hier ist nichts. Tiefer. Seid ihr sicher, dass wir da reinspringen? Sag mal, hatte ich jetzt eigentlich schon Blumen mit? Bei der Hose hat er sie wieder rausgenommen, die Ratte. Was hat er mit? Ich habe gestern wirklich die Hose und das Oberteil voll gemacht mit Blumen. Und jetzt habe ich gerade noch mal im Inventar geguckt und komplett das Inventar der Hose ist leer. Also die hat er alle irgendwie... Gut, wenn du gestorben bist. Ja, aber warum? Ich habe ja das im Oberteil auch noch drin. Komisch. Ja. Du, das ist das gleiche wie mit den Medpens. Das sind aber keine Blumen, ne? Nein, ja, aber das sollen ja irgendwann mal so eine Wurzeln sein hier, womit du ja irgendwas herstellen kannst, ne? Ja, das, also zumindest eins davon ist versteinerte Kacke. Ja, das sind aber diese weißen Dinger, das sind ja nicht die aussehen wie Blumen. Das sieht aber auch aus wie Kacke, wenn ich ehrlich bin. Ist nix. Nee, oder der Typ müsste hier sein. Das sieht Kacke aus, oder? Ja. Hier geht's nicht weiter. So, warte mal. Nee, da wo ich jetzt bin, da ist es auch. Was, wo du bist? Ja. Hier stehen noch ein paar Gegner. Na, nun kipp um. Und irgendwo muss jetzt hier noch der Einzelne sein.
Oh. Wird dabei einen von euch. Ah. Oh oh. Mhm. Nein, Grafikbug. Oh. Ich hasse das, wenn er automatisch weiterhin durchs Fernglas oder durchs Visier guckt, ne? Aber jetzt muss ich mal gucken. Also hier oben geht das nicht weiter. Ja, das ist nicht gut hier. Aber jetzt sag mir nicht, ich muss da runter. Du musst da runter. Wieso komme ich denn hier nicht mehr hoch? Sonst muss ich die Werfer ablegen. Nee. Hab ich schon. Lass uns mal gucken, ich will hier rauskommen. Ach da. Ich bin auch in so einem Loch gefahren. Ja, Vorsicht, vorne ist ein großes Loch, da bloß nicht ja. reinplumpsen. Da bin ich schon drin. Ach so, ja, weil das ist nervig, da wieder rauszukommen. Mhm. Ich habe ihn aber gleich, also eigentlich sollte das jetzt ja der letzte sein, hoffe ich. Oh, ey, wie ich das hasse, ne, dieses scheiß Rüberspringen, ne. Legt sehe ich wieder nicht hin. Oh. Da frage ich mich auch manchmal, ob das hier ein Spasti ist. Er ist nicht in der Lage, sich hinzulegen, wenn ich den Knopf drücke. Jetzt bin ich in die Höhle irgendwo hin. Ey, ehrlich, jetzt guck mal, er hockt, ne? Und wenn du dann X drückst zum Hinlegen, ist er nicht in der Lage, um das umzusetzen. Ich muss vielleicht mich hast du nicht genug Platz, um dich hinzulegen. Doch. Sehr wahrscheinlich. Oder würdest du sagen, ich bin dick? Nein, das hast du gesagt. In gewisser Hinsicht. Oh, er wieder, ne? So. Hey, Digga, oh. Ne? Ja. Na ja, komm, nun dreh dich wieder. So. Alpha 1 an Squad Leader, habe sich Kontakt zum Ziel. Ja, warte. Ich bin auch gleich da. Da hat einer zu viel Rambo gezogen. Lüsi, was machst du da? Hättest ja mal was sagen können, hätten wir gleichzeitig geschossen, denn da hinten hast du übersehen, ne? Nein, den habe ich extra für dich übrig gelassen. Muss das ansagen, wir müssen die synchron ausschalten. Wie bei, Dann mache ich das Spiegel. Aber, dann mache ich das aber so wie bei Rambo. Ich rufe dir nur noch, Adrian! Das war Rocky. Ja, meine ich ja. Mann, vertudelt, Mensch. Auf jeden Fall ist der Schauspieler derselbe gewesen. Ja. Aber das ist auch tot alles. Ist er tot. So. Hier ist nichts zu holen. Ha, Waffe klauen! Nein! Nein, das ist fies, ne? Weil die ist ja wirklich weg dann. Du bist ja nicht weit gekommen, der Mösi. Was? Ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Ich auch. Ich war also der scheiß Kugel drin, ne? Ich nahm den kurzen Weg. Ja, das habe ich gesehen, auch kurzen Weg genommen, ja. Ich auch. Ich glaube, den haben wir hier gerade alle genommen. Nein. Außer ich. Ich mache nicht, ich bin auf dem Rückweg. Das sieht alles nur so merkwürdig. Ist das der richtige Weg? Nee. Werden wir merken. Du musst ja nur Richtung. Immer Richtung Schiff laufen. Genau. Dann kommst du automatisch wieder zum Ausgang. Ja. Aber das finde ich, das haben sie gut gemacht. Dass wenn du reingehst, entfernst du dich. Und wenn du wieder raus willst, dann musst du einfach nur in die Richtung laufen. Da ist der Ausgang. Ich sehe. Oh ne, das ist die Lampe. Oh, noch eine schöne Bunkermission. Ja, können wir von mir aus alles annehmen. Ah, ich hab ihn. Ich hab nichts. Ja, ich bin draußen. Yeah. Ja,
da sehe ich auch Licht. Nicht drauf zugehen, nicht drauf zugehen. Licht am Tunnel, Ende des Tunnels. Geh nicht ins Licht. Ich habe gerade einen Bug. Ja? Das ist so streifig. Ja. Alter, hat mich gerade jemand abgestochen? Pass mal auf, Holger, weil der lacht so komisch. Der hat dir bestimmt die Beine weggeknickt. Aber gut, Holger hat auch Hörner, ne? Ja. Vom Teufel besessen. Vom Teufel besessen. Ich setze mich auch schnell wieder hin, damit er es bei mir nicht machen kann. Oh. Ja, ich bin dann auch raus. Siehst du, jetzt fragt er mich wieder, ob ich anzeigen kann oder nicht. Das, boah, das ist ja schon wieder halb neun, ne? Ey. Ach echt, macht er das jetzt wieder? Ja. Das kann doch nicht sein. Und es gab schon wieder kein Update, wo man sagt, das würde das erklären jetzt, ne? Ja. Dann ist das wahrscheinlich einfach ein Schalter, den die umlegen, ausschalten können oder so. Ja, ohne dass es, muss ja. Ich hab geschert. Mega. Holger, heißt du, machst du jetzt wirklich ganz aus? Ja, ich mach aus. Du kannst ja mal ein Stück nehmen. Ich denke mal, Nösi fliegt mich über den Haufen. Was? Ich denke mal, Nösi fliegt bestimmt auch gern weiter. Mit. Nee, das darfst du ruhig gerne mal machen, weil ich muss noch einmal kurz ins Spektrum. Ich bin raus, Nösi. Ey, Holger, dann mach du dir einen schönen Abend. Ich sag mal bis morgen. Ja, ciao. Und lass dich nicht stressen, ne? Nö. Aber die Augen brennen schon wieder, die Knochen sind schon wieder. Nein, das hat keinen Sinn. Ey, erhol dich, Holger, mach dir einen schönen Abend und ich sag bis morgen, ne? Und auf jeden Fall noch ein Bier trinken. Lösi, magst du jetzt noch einen Screenshot machen? Achso, warte, Henry. Lösi, dann lass das hier frei. Geht los. Warte. Ich. 1, 2. So. Nur die untere oder alle? Alle. Aber warte, ich muss auch noch mal filmen. Warte, dann mach ich jetzt alle. Aber. Ja, genau. Geht denn das überhaupt? Ja. Was geht? Wenn ich jetzt mich ins Bett leg. Mit einem Auslocken? Ja, ich glaube ja. Das Schiff müsste ja persistent hier stehen bleiben, weil wir ja noch da sind. Das dürfte eigentlich nicht verschwinden. Und zur Not fliegen wir bei Stefan mit. Ihr fliegt doch jetzt mit dem Schiff weiter, oder nicht? Ja, eben. Nee, weil Holger war sich jetzt nicht sicher, wenn er sich ausloggt, was jetzt hier mit der Red passiert. Ob sie denn despawnt oder nicht. Aber durch die Persistent darf sie ja gar nicht mehr gehen. Noch ein bisschen Munition. Du sag mal, wenn du mit der blauen Waffe, ne, das ist doch die gegen die Schilde, ne? Ja. Wenn du jetzt damit auf Nösi schießt, ne, kriegt er denn auch Schaden? Eigentlich ja nicht, ne? Weil das ist ja eine nicht tödliche Waffe. Ja, die macht schon ziemlich, es ist ja eine Energiewaffe. Warte mal, dass sie nicht tödlich ist. Warte mal, ich spring mal genau davor. Mach mal nur mit der blauen, nicht mit der roten. Mit dem Distortion Repeater. Ja. Nee. Schmeißt dich um. Ja, aber das war's. Mhm. Ich habe keinen Schaden genommen. Ist doch schön. Können wir gerne nochmal machen? Weil das Wegfliegen ist schon ganz schnieke. Och, jetzt hat er sich wieder hingelegt. Was ist denn das für eine faule Sau hier? Mhm. Und er fragt wirklich wieder nach, ob ich bestrafen möchte. Echt, das finde ich cool. Ja, ne? Ja, endlich wieder. Ja, wir müssen das Glück nicht überstrapazieren, mein Freund. Alter, schon bald gar keine Chance mehr, wegzukommen. Ey, ich kann nicht immer nur auf Ablehnen drücken, wirklich jetzt. Also ich bleib automatisch ab in der Party, du musst doch gar nichts drücken. Ja doch, ich will aber ja nicht, damit er aus Versehen das einfach doch mal macht. Sag mal, er ist doch ein Arsch, Alter. Ey, das war Spaß, okay, ich hör jetzt auf. Ja, aber das. Wo rennst du hin? Aber weißt du, was ich faszinierend finde? Ja. Dabei ich ja gar keinen Schaden nehme. Ja, ich nicht. Dabei ich ja gar keinen Schaden nehme, fragt er mich trotzdem, ob ich dich bestrafen will. Das verstehe ich nicht. Ja, weil ich dich ja angegriffen habe. Ja, aber ich habe ja keinen Schaden. Wirklich null. Bei mir müsste noch alles auf 100 sein. Ah, das ist. Lösi, hast du mich angezeigt? Nee. Also ich war's nicht. Nee, ich bin jetzt gerade im WhatsApp-Menü. Also das ist jetzt komisch. Ja, weil ich habe jetzt einen Crime-Stat. Oh, das ist kacke, ey. Egal.
Ja, sonst hacken wir den gleich noch weg. Nilsi, wo steckst denn du jetzt? In WhatsApp. Nein, ich meine jetzt im Game. Nee, magst du denn sonst einmal gleich kurz bitte mit der Cutlass weiterfliegen? Oh, ich liege auch gerade auf dem Rücken. Was ist das denn? Ja, weil ich dich abgeballert habe. Ach, dann habe ich aus Versehen irgendwo raufgedrückt, wa? Ja, dann musst du ja auf Ü gedrückt haben, um das zu bestätigen. Übel genimmt. Ey, schon wieder? Willst du noch einen? Sag mal, ihr seid doch nicht normal, echt. Also ich bleib im System drin. Also in der Party. Ey, krass, ja. Okay. Was denn? Ha? Nösi ist in der Party, oder? Ja. Guck mal, bei Dennis passiert nichts. Und jetzt habe ich Nösi mit einer tödlichen Waffe umgehauen. Jetzt habe ich Crimestat 2 bekommen. Ja, wenn du mich mit einer tödlichen Waffe umhaust, kriegst du auch Qualm. Du sollst mich ja... Nein, lass mich. Okay, jetzt habe ich Holgers Schiff einmal angeschossen. Crimestat. Ach so. Also meine Schiff ist kaputt. Ich schlaf da drin. Lass doch mal den Holger schlafen. Ja, schade, dass man nicht vorne durch die Scheibe schießen kann, echt. Egal. So. Nösi, kommst du? Alter, noch mehr Crimestat. Geil. Crimestat 3. Jetzt kommt gleich Bounty Hunter bestimmt. Oh, und wir haben keine Panzer hier. Aber so kann man es machen, ja. Gute Idee, ne? Ja, sag ich doch. Schieß doch mal auf mich. Du bist doch ein Vierer. Was du denn? Auf der Luke, oder? Er steht auf der Rampe, ja. Ja, und wieder weggeflogen. Dann müsst ihr euch ja mal andere Schiffe holen. Das nicht mehr. Aber das... Oh, Alter, er gibt ein Gas. Ey, Nösi ist hier nur am Rumfliegen. Guck mal, zack, 120 Meter weg. Okay, gut jetzt. Ja, und jetzt müsst ihr euch andere Schiffe holen, damit ihr... Kannst ja... Das wäre ja jetzt. Ja gut, eigentlich müssten wir nur zu irgendeiner Außenstation, wo wir die spawnen können, ne? Ja. Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob da unbedingt jetzt einer kommen wird. Ey, es gibt immer welche, die Bock haben, Leute mit Qualm zu holen. Aber ich krieg die Luke schon wieder nicht zu. Nösi, ja, bist du so nett? Vielleicht ist sie kaputt. Ja, das kannst du haben jetzt, ja. Da hat er echt lange raufgeballert auch. Ist doch auch rot. Hä? Hier ist die Luke rot. Sag mal, haben wir schon wieder einen Auftrag angenommen? Ja. Ist sie jetzt zu? Oh, nee. Nee, scheiß drauf, Nösi. Flieg einfach los. Also spätestens im Quantum muss sie ja zugehen. Nein, die ist kaputt. Ja, dann geht sie halt nicht mehr zu. Ey, was ist hier los? Alter, Nösi, wo hast du denn? Wo hast du deinen Flugschein gemacht? Alter. Ist hier Auto... Oh, sag mal, was war das denn jetzt? Ach, Automatikgashallen hier. Kein Wunder. Ja, meinst du, ich fliege 400 Kilometer durchs Weltall? Mit dem Finger auf der W-Taste. Ja, würde ich auch im Leben nicht machen. Warte mal, das war jetzt noch alt und... So, ich bin hier da musst du drücken. Ich bin du bist jetzt weg, Holger? Ey, Holger, schönen ich Abend. Bleib, ja. Yo, ciao. Im System bleibe ich, das Spiel lasse ich gestartet, damit ich in der Gruppe bleibe. Ne? Wieso? Ja, dann bleibe ich ja in der Gruppe. Ja, und dann? In der Gruppe. Ja, wenig Schiff zumachen und wegfliegen und... Ah, jetzt geht's. Alles klar. Nee, das kann Nösi ja, wenn er auf dem Piloten sitzt. Er kann ja sagen, dass er alle Türen anlack macht. Ich lasse die Decke erstmal an. Ja, alles klar. Ja, ciao. Holger, bis morgen. Ciao, ciao. Vielleicht komme ich an der Stunde wieder. Wer weiß. Oh, ja, wir lassen uns überraschen. Ist das eine Drohung? So, jetzt müssen wir erstmal nach oben oder was? Ne? Ja, klar. Zum nächsten Beacon. User disconnected from your channel. Tada. Ach, und ein Bürger. Mhm. Oha. So. So, schnell mal eine Schmücke an.
Aber der Auftrag ist ja auch gleich hier, ne? Ja, guck mal. 68.000. Ist ja nichts. Kilometer. Ja, 68.000 Kilometer, ja. 2000 ist bestimmt wieder auf einer Seite, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja. Ja, kann ja nur sein. So, jetzt du sagst, krieg einfach die Om-Punkte an. Ich finde immer, dann sieht man recht gut, wo der Marker ist. Du kannst doch direkt anspringen. Den Marker. Nee. Ach so, hast du ist das eine Okkupanz? Ja. Ah, Okkupanz kannst du wieder direkt. Aber dann guck Nösi wegen den toten Winkeln, ne? Gestern ging das schief bei mir und der Cutlass. Wo springen denn jetzt hin? Ne, das ist ja nichts. Das ist. Halt, da war. Und Ronny, wie war dein Tag bis heute? Ja, also für den Sonntag relativ gut in Ordnung. Ich habe schon gerade gelesen mit Biere, Whisky, Burger. Ja, ich hatte mich dann verabredet heute Nachmittag mit ein paar Bekannten. Und dann bin ich halt um 2 Uhr ungefähr raus hier, um 3 im Pub meines Vertrauens. Ja. Und da war ich dann bis um 7. Ne? Also so rund. Ja, auch das Wetter war ja heute sehr geil, ne? Es war sehr echt geil. Wir saßen draußen, schön. Ja. Und haben Bier getrunken, Whisky getrunken, gegessen, Quatsch. Also einfach mal das Leben genossen, ne? Wie sich das gehört. So wie man das normalerweise macht. Ja. Ja, wir sind nur einmal jung, da muss man das Leben in vollen Zügen genießen, ne? So ist es. Und ja, war, wie gesagt, sehr angenehm. Viele Leute gesehen, die ich länger nicht gesehen habe, auf jeden Fall. Ja. Ja, scheiß Corona-Kacke, ne? Ja. Und war, wie gesagt, nett. Und nur das ist ja entscheidend, dass du den Tag sinnvoll für dich genutzt hast, ne? Schießt da Raketen? Kämpfst du gegen jemanden, oder wann? Gegen die Türme. Achso. Ja, der hat hier echt schon wieder... Holger ist jetzt aus dem Spiel, ne? Nein, Holger ist noch im Spiel, aber gut. Er selber ist noch raus. Ja, damit du das Schiff noch nach wie vor nutzen kannst, ne? Also er lockt sich irgendwann automatisch aus, ne? Aber ja, aber ist nicht schlimm. Wir können das Schiff sowieso permanent nutzen. Du müsstest nur vorne bei dir einstellen, dass die Türen unlocked sind, also dass die alle auf sind, ne? Ab da können wir das selber machen. Ansonsten fliegen wir bei Stefan mit. Ich bin ja da tiefenentspannt. Dazu glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht, ob Ronny auch gleich kommt. Ach, ich bin gerade auf Shoppingtour. Ach so. Ach, da hinten, alles klar. Ich gebe gerade richtig viel Geld aus. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Für Klamotten. Du hast ja genug, deine Mille hast du ja locker zusammen. Ey, da schießt einer auf, Stefan. Ja, aber denk dran, der Turm, die Türme sind vielleicht noch aktiv. Nee, ne? nee, da ist schon einer auf. Wahrscheinlich ein Bounty Hunter, ne? Ja. Ist der für dich rot, Nösi? Nee. Scheiße, sonst hätte ich gesagt, komm, helf mal Stefan mit, ey. Ich renn gerade Richtung Bunker und versuche ihn in den FPS-Kampf zu locken. Oh, geil! Ja, das Doofe ist, wenn er für mich nicht rot ist, ist richtig. Das ist kacke. Aber ich würde ihn abschießen. Scheiße, genau. Nein, Nösi, scheiß drauf, den kriegst du auch Qualm. Oh, jetzt schießt er auf uns. Wenn. Oh, ab jetzt wird er rot für dich. Jetzt hast du Freifahrtschein. Was hat er denn für ein Schiff? Weiß ich, ich bin erstmal. Ach, Crimes, den 1 habe ich. Den hast du? Ich schieße ihn ab, ist mir egal. Ich habe eh schon Crimes, der 3.
Und ich sehe hier wieder nichts, ich muss in die Außenansicht. Das ist nur selbstverteidigen. Ja. Lucy, lass ihn nicht fliehen! Nee, bleib mal in der Nähe von Stefan, dass Stefan ihn gleich wegrotzen kann. Ja, ich will. Na, ja, ich will doch wissen, wo er ist. Ja, der klebt hier nur die am Arsch, glaube ich. Der schießt so doll, dass wir gleich kaputt sind. Nein! Oh, okay, ja, wir haben auf jeden Fall schon Damage. Aber ich sehe ihn auch gar nicht. Wo ist er denn? Ich hab hier eine Anvil Arrow, okay, das muss er sein. Ja, Nösi gibt auch Vollgas hier. Ja, das Schild ist weg. Das verstärkt die Schilde, Nösi. Ich hab ihn. Oh, top. Kaboom! Was ist denn? Scheiße, das war der Wisch, ja. Oh, da ist noch einer. Oh, tatsächlich. Scheiße, Alter. Oder ist der Stefan? Das bin ich. Ach du. Oh. Aber ihr seid jetzt aber auch rot, ne? Ja, weil. Ja. Ich habe auch einen Crime. Tja. Aber hast du gerade echt dein EMP gezündet? Ja. Mhm. Haben wir gehört. Ja, Stefan, du kannst runter, Nösi. Achso, ja, genau. Wo ist denn die Station? Ja, warte. Das stimmt überhaupt. Ja. Da. Wo seid ihr denn gerade? Auf Fürsten. Immer noch. Na, da kommen die nächsten gleich noch und jetzt habe ich Crime Set 2. Egal, dann sollen die mal alle herkommen, dann fangen wir die hier unten echt alle ab. Ja, die machen erstmal unsere Schiffe kaputt. Ja, aber können sie doch, dann denken die, ach, jetzt können die nicht mehr weg, jetzt haben wir sie. Und dann verstecken wir uns unten im Bunker und dann rotzen wir die einfach weg. Ja, mein Steuerbordtriebwerk ist schwer beschädigt. Ja, nichts hält ewig, komm. Jetzt hier kein Mimimi. Ja, ist gut, nichts hält ewig. Ja, aber hab ich gleich wieder geputzt, ne? Wie mache ich denn diese Wunderkerzchen raus? Welche Wunderkerzchen? Ach, du meinst das Knicklicht? Ja. Ich glaube gar nicht, du musst das komplett anequippen und dann... Nee, ich meine hier das vom Schiff. Manchmal das Geschütz hier. Die Beleuchtung. Ach so. Oh, siehst du, das hätten wir gerade auch nutzen können, ne? Hey, die Schilde sind nur an, ne? Ja. Deswegen mach nur die Engines aus. Wer schießt denn da jetzt? Das ist draußen, das ist Stefan. Das ist bemannbare Geschütz hier vom Turm, vom Bunker. Was, das gibt's da? Ja, das ist auch von der 313 drin, glaube ich, ne? Ja. Cool. Da haben sie es eingeführt, oder 312, irgendwann da haben sie es mal eingeführt. Ja, irgendwie so, ja. Hab ich noch 100%? Ja, okay. Muss mir nur Mann, scheiß drauf, wegfliegen müssen wir hier nicht mehr. Nee. Muss mir noch ein bisschen Munition wieder. Warte mal. Ist das der Wind, der sich so anhört, oder kommt schon wieder ein Schiff irgendwo? Es sind jetzt zwei mit Crime Set. Ich habe schon Crime Set 3, das ist ja auch geil. Ich auch. Ja, willkommen im Club, Nösi. Lustig. Scheiße. Scheiße. Also, wenn ihr mal was wissen wollt, na, die Herald beschleunigt sehr stark, bremst aber wie ein Elefant auf einer Eisbahn. Oh. Ja. Ja gut, die hat ja auch keine Schubumkehr, ne? Also, nee, ansonsten dreh dich einfach mit dem Schiff. Ja. Nip and burn. Wenn das mal so einfach wäre. Was denn jetzt? Ja, entkoppeln, rumziehen und burn, fertig. Ist nicht. Sag mal, eigentlich könntest du doch auch mit den kleinen Geschützturm hier unten die Türme kaputt machen, ne? Wie lange willst du draufballern? Eine Stunde? Nee, meinst du, das dauert so lange? Das glaube ich fast gar nicht mal. Ja, schon. Das ist ein Infanteriegeschütz. Aber da könnten jetzt ruhig noch mal ein paar mehr Leute kommen, ne? Oh ja. Also ich bin jetzt ready. Jetzt können die wirklich kommen. Aber egal, sonst lasse ich eben gerne die Mission machen. Ja, lass die Mission mal zu Ende machen. Vielleicht ist bis dahin nochmal einer da. Ich drück die Daumen. Ich meine, wir könnten auch zum Hurston Security Depot fliegen und da einfach unseren Crime Set weghacken. Ja, das können wir auch. Nee, ich mach das über Nacht weg. Ihr ballert mich dann am Ende ab und dann bin ich im Knast. Keine Lust da jetzt rumzuhacken. Will eh nicht. Ja, will eh nur noch bis 9 machen. Ja, alles klar. Also nach der Mission ist dann Sense, ja. Ja, dann schieße ich dir hier noch direkt in den Kopf. Nösi, kommst du? Ja, du hast du Call to Arms angehört? Na, selbstverständlich. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich wach werde. Nösi? Ja?
aber ich komme nach. Ich bin hier noch im Waffen ausrüsten. Ich habe nämlich gar keine Munition mehr. Das ist schlecht. Ja. Ja, zumindest wenn man in den FPS-Kampf gehen will. Und wenn man auch noch einen Crimestat hat und Kopfgeldjäger zu erwarten hat. Ja, dann sollte man auf jeden Fall so ein bisschen Muni haben, ne? Alter, Stefan, du kannst es kaum erwarten, die Leute wegzurotzen, ne? Ehrlich, er rennt hier runter. Ich bin kriminell. Du bist ein Mörder, mein Freund. So, einer noch? Komm gar nicht mehr nach. Ey, ich hab hier nicht einen einzigen getötet. Das gibt es nicht. Ich hab noch einen Speed-Rekord aufgestellt. Ehrlich, Mann. Du bist ja hier direkt nur runtergerannt. Ey, wenn ich mal mehr als 30 Frames habe, muss ich das ausnutzen. So, ja. Wir spielen wie Call of Duty, Alter. Ja, hab ich gesehen gerade, Mensch. Ah, wo sind die Kopfgeldjäger? So, jetzt hat Nösi ihn aufzugerufen, wo wir durch sind. Ja, ne? Geht los. Bist drauf? Jo. Können direkt hoch. Oh, die Cutlass ist weg. Ja? Ja, ist sie wirklich despawned. Egal. Ja. So, Stefan, bist du ready? Oder willst du noch nicht sterben? Soll ich euch erstmal mein Schiff aufmachen? Ja. Dass ihr wegkommt von hier? Das wäre nicht so verkehrt, ja. Wo ist denn der Turm? Das ist auf. Ja, es ist jetzt offen, ist ja. Geschützt. Ey, ja, schieß mich mal mit diesem Geschütz ab. Oh, ja. Und dann? Und dann stirbt er hoffentlich richtig schnell. Ach so. Ja, ich renn aber mal, ne? Versuch mich mal im Rennen zu treffen. Steht Nüsi schon am Geschütz? Boah, okay, er hat mich getroffen. Da kommt schon wieder ein. Und jetzt kommt das Geile, jetzt sagt Nüsi gleich, oh, ich hab die Call to Arms Mission gar nicht angenommen. Ja, irgendeiner hat hier eben... Ja. Oh ja, ich hör's. Oh Mann, jetzt Nüsi! Ja, tut mir leid. Ich hab auch eben dran gedacht, hätten wir mal nicht. Ich hör grad, ja. Hast du Call to Arms angenommen? Ja, ich glaube ja. Kacke, weil bei mir sagt der Grimhex jeder. Ja, aber vielleicht Loading. Ist es auch nur dieser scheiß Bug, ne? Wie oft bin ich gestorben und er sagt, hörst du, dabei war ich doch New Babbage. Accept. Er ist da hinten gelandet, Nösi. Ich sehe noch, wie es da hinten dampft. Kacke, jetzt wo es spannend wird. Aber ist egal, ich leg mich hier auf den Boden. Und hoffe mal, dass ich ihn dann krieg. Er fliegt oben noch rum. Oder ist da einer runter? Also hier vorne, da sieht das so aus, als ob da noch einer steht. Schon, lass mich bitte im Knast aufwachen, ey. Ich seh noch. Ja, ich drück die Daumen. Vielleicht guck mal, hier oben, da qualmt das ganz schön. Vielleicht ist er ja auch abgestürzt. Ja, ich laufe da jetzt gerade mal hin. Weil ich habe ja nun gar keinen Qualm, also mich dürfte jetzt hier gar keiner abknallen. Mann, nun stöhne ich so rum. Oh. Ja, weil ich die Olle doch gestern genommen habe. Ehrlich, nach 5 Meter laufen fängt sie direkt das Hecheln an. Ja, aus der Übung würde ich sagen. Aber ich glaube, der ist hier wirklich abgestürzt. Irgendwie habe ich hier schon ein paar Grafikdefizite. Da, wo du läufst? Ja. Irgendwas war hier, weil hier qualmt das auch.
Ja, hier ist auch irgendwas 19 Meter weg. Aber okay, das scheint ein Bug zu sein. Kommt schon wieder ein Schiff. Oder? Fuck, ich bin auf Grimhex aufgewacht. Ach, oh. Ja, hätte ich vorher aus der Gruppe rausgehen sollen vielleicht, ne? Nee, eigentlich ist ja, wenn du Call to Arms dann hast, reicht das ja, ne? Ich ja, hab die aber gehabt. Das verstehe ich jetzt auch ja, nicht. Ja, aber wir sind in der Gruppe. Ah, Dreck. Nö, siehst du noch irgendwo was oder ein Schiff? Ich guck mal. Ach, ich flieg nach PO und lass mich von den Stationsgeschützen abknallen. Ja, das ist der schnellere Weg, ne? Ja. Ich sehe nichts. Nein, manchmal hört. Genau das ist ja manchmal das Doofe, ne? Dass man nicht weiß, ob das der Wind jetzt hier ist oder ob hier wirklich ein Schiff kommt. Oh, hingemault, ey, das gibt es doch nicht. Ich gerade, ja. Was hast du denn gemacht? Ich mich ja auch. Einfach hingefallen. Ach so. Eigentlich kannst du mich umlegen, ne? Soll ich? Dann bist du aber jetzt schon im Knast, ne? Ja, oder noch nicht. Also, mir ist so geholfen. Sonst fliegen wir noch irgendwo hin. Ja, ich weiß ja nicht, was wir jetzt gleich mit Ronny machen wollten. Ja, das können wir auch. Ich bin gerade auf dem Weg nach Microtech, tatsächlich. Ja, Nösi, also entweder knacke ich dir jetzt hinten die Beine weg oder nicht. Mir ist das egal. Entweder willst du jetzt schon in den Knast oder wir wollen noch ein bisschen daddeln. Also mir ist das egal, Nösi. Ich habe NQM 3, dann lass uns noch ein bisschen daddeln. Na gut. Willst du mit dem Schiff fliegen? Da wird wenigstens auf jeden Fall das Schiff auch komplett rot für andere angezeigt. Das ist nämlich eigentlich Schaden, wenn ich dagegen laufe. Nee. Naja. Tarntäuschen verpissen. So, ich bin drinne. Von mir aus können wir. Mach mal das Licht aus hier von dem Ding. Ja, du machst das schon. Dann mache ich hier nämlich jetzt auch aus. Hä? Achso.